Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Ich kann man bestimmt gut ficken. Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, die mein mit... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Savlon ist ein... Wow, ist der Champagner Tod, gut. Der ist der Geschmack geboostet? Verloren. Nee, nur der Preis. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten Verstanden. Werden. Verstanden. Das reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du, willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. What love is, until you've learned the meaning of a word. Until Scheiße, das fühlt sich an, als würde ich echt... Wie? Lass dich nicht ab. Warikome, das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Serapien? Hier, das muss ich lassen. Komm herauf. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregel. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt.
Donaghy. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Was nun? Ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sind möglich. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, die... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du willst mir zuhören. Samo ist ein verwirrter Despot, den jeden Sinn für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Verstanden, das reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlaft sie meinen Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sekunde, ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Klimaanlage, Standardmodell für Hotels diesen Kalibers.
Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überall. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. In den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Belass den Editor. Du alles? Hab genug. Ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Buck. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Halt ihn. Ich schreibe ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Wie? Eine Sekunde. Keine Sorge. Ich mach nichts, was dich in Schwierigkeiten bringt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Kommt drauf an. Worauf? Ob du alleine kommst oder wieder jemanden dabei hast, wie etwa Netrunner. Keine Runner mehr. Versprochen. Wir sehen uns. Wir müssen los. Und? Was denkst du?
Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast. Und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich hab das im Griff. Vertrau mir. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Glaub. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex? Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Und, was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, das stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen... Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt, ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Wie sieht's aus, Miss V? Evelyns Aufnahme aus dem Compacky war die Mühe wert. Wunderbar. Ivac hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Ivac meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Miss V. Süßes kleines Gesichtchen.
Klamotten. Leben? Lass mich raten. Pappige Sojachips, rostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Habe ich noch nie gehört. Bist halt noch jung. Von einer eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar Maxtech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Minitech sich querstellt. Ich nehme an, der Psycho ist einer von ihnen. Würde auf Lieutenant Mower tippen. Wie auch immer, die Konzernerin sollte gleich in Behandlung. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Neutralisiert das Ziel! Streit.
おしまいにしようぜ。 Thank you.
Thank you.
Rezeption.
dann. Huh?